Blau und grün sind Aquamarin. Ein Clou! Ein Clou? Wo? Genau da! Hinter dir! Genau da! Da ist ein Clou auf diesem, Hündchen. Das bedeutet, wir brauchen unser Handy, Dandy... Notizbuch! Notizbuch, richtig. Okay, ein Hündchen. Malen wir also. Ein Kreis für den Kopf, zwei Ohren, zwei Augen und eine Nase. Ein Oval für den Körper, vier Beine und ein kleines Schwänzchen. Fertig. Wir haben ein Hündchen und wir haben alle drei Clues. Wir sind jetzt bereit für unsere... Nachdenksessel! Kommt mit! Puh, okay, jetzt sitzen wir in unserem Nachdenksessel. Lasst uns denken. Also, wir versuchen herauszufinden, wen Blue noch auf das Bild malen möchte. Und unsere Clues sind... die Farbe Rot... und die Farbe Lila... und ein liebes Hündchen. Oh. Wen könnte Blue noch malen wollen? Mit der Farbe Rot, der Farbe Lila und einem Hündchen. Wie wäre es, wenn wir die Farben mischen? Welche Farbe entsteht, wenn wir die Farben Rot und Lila mischen? Magenta. Magenta. Oh, okay, okay. Also, kennen wir vielleicht ein kleines Hündchen, das die Farbe Magenta hat? Magenta. Oh, Magenta. Aber natürlich. Ja, wir haben Blues Clues raus. Ja, wir haben's raus. Blues Clues. Ja, wir haben's raus. Blues Clues. Ja, wir haben's raus. Blues Clues. Denn wir sind super schlau. Kommt mit. Magenta. Blue möchte, dass du mit auf das Freundschaftsbild kommst. Hier, Blue, du darfst Magenta malen. Magenta entsteht aus der Farbe Rot und der Farbe Lila. Unser Freundschaftsbild ist jetzt vollständig. Juhu! Ja! Oh. Wie schön. Oh, seht ihr, da ist Magenta. Genau neben Blue. Und da bist du. Und da bin ich. Wow. Es ist so schön bunt. Ich finde es echt toll, ein Freundschaftsbild zu malen. Ihr auch?